Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play der HTF Community. Ich bin Epsilon42 und spiele mit euch heute Battle Brothers. Battle Brothers liegt uns im Moment, oder mir im Moment, als 06119 Version vor im Early Access. Ich habe das Spiel über Steam bekommen. Begleite das Spiel schon eine Weile. Ich habe das Spiel in einer weit früheren Version bereits gekauft und kriege jetzt ein bisschen auch die Entwicklung mit, was mir wirklich Spaß macht. Ja, ich habe mittlerweile 65 Stunden auf der Uhr für dieses Spiel und ja, habe irgendwann gedacht, ey, du musst unbedingt mal so ein Let's Play machen, so ein Review des Spiels halt mal rüberschicken an die Community. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr sagt, okay, das hat uns echt gut gefallen und ich will es mir nicht kaufen, oder einfach, ey, es macht Spaß, hier beim Spielen zuzugucken, sagt Bescheid, schreibt in die Comments rein. Ich würde super, super, super gern einfach nochmal ein weiteres Video reinstellen. Allerdings, bin ich ganz ehrlich, würde das abhängig machen von der Community. Also wenn ihr da Bock drauf habt, einfach melden. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr das auch runterschauen und sagen, ja, ganz nett, aber wir wollen was anderes sehen. Wir hatten ursprünglich mal vor, konzeptioniert, war ja für den Channel eigentlich also Multiplayer-Spiele und das halt so ein bisschen mehr für die Community zu machen und die Community auch teilhaben zu lassen. Das ist leider ein bisschen eingeschlafen, deswegen sind wir irgendwann dazu übergegangen, einfach überhaupt erstmal was hochzuladen und dort sind wir halt überwiegend bei kleineren Spielen, die halt nicht so Multispieler-lastig sind, wie man das von der Community und was der Clan war eigentlich gewohnt ist, aber gut, das sind die Entwicklungen, wie dem auch sei. Ich würde mit euch gerne heute ein bereits bestehendes Spiel anfangen. Also ich habe, wie gesagt, schon ein paar Spiele gespielt, ein paar Crews auch schon begleitet, verschiedene Spiele angefangen. Wird jetzt mit dem letzten, was ich jetzt im Moment spiele, würde ich einfach mal einsteigen und euch so ein bisschen Spiel erklären, euch mal so zeigen, was das Spiel kann. Und ja, gucken, ob ich alle möglichen Szenarien nochmal für euch durchspielen kann. Ansonsten ist vielleicht zu erwähnen, es gibt hier natürlich den sogenannten Kampagnenmodus, was eigentlich so richtige Kampagne gibt es nicht, weil es halt keinen richtigen Story-Modus gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein wirkliches Ziel gibt. Man spielt es irgendwie endlos, man spielt einfach nur um des Spielens wegen, um seine Söldnergruppe einfach zu leveln. Man will die erfolgreich machen, ne? Man versucht damit was zu erreichen. Das Spiel hat sich wahnsinnig gewandelt in der letzten Zeit. Als ich das Spiel angefangen habe zu spielen, ging es noch, da konnte man einfach nur kämpfen, wenn man so will, ein bisschen mit seiner Gruppe durch die Gegend laufen und ein paar Aufträge annehmen. Mittlerweile ist es sogar so, dass es sogar Häuser gibt, Fraktionen gibt. Es wurde alles ein bisschen aufgebrochen und wesentlich mehr mit Inhalt unterfüttert und vor allen Dingen auch mit mehr Spielsinn, also was dem Spiel halt oder dem Spieler halt einen Sinn gibt, der seine Crew da durch die Gegend führt. Es ändert sehr, sehr stark an Mount and Blade von der Konstruktionierung her. Also man ist halt ein Söldnerführer, kriegt halt, oder Söldnergeneral, wie auch immer, kriegt halt immer mehr Leute dazu, kann die Gruppe halt aufbauen, kann sich die Gruppe so zusammenstellen, wie man es braucht, um einfach, ja, einfach seinen eigenen Spielstil anzupassen und fängt dann halt an, einfach dort mit der Gruppe sich einen Namen zu machen. Genau, ich steig mal ein, würde mal hier mit den Heralds of Death würde ich einfach mal anfangen. Das ist meine letzte Gruppe, die ich gespielt habe. Fang mit euch absichtlich kein neues Spiel an. Es liegt einfach daran, dass das gerade zum Anfang relativ langweilig ist. Da passiert nicht viel. Das ist halt viel Text und viel bisschen hin und her laufen, um das Spiel halt kennenzulernen. Also man hat dieses Tutorial so ein bisschen integriert in das Spiel. Das heißt, wenn man anfängt, hat man immer so ein kleines Tutorial, wenn man so will. Genau, wir sind hier auf der Weltkarte. Was ich cool finde, ist, jedes Mal, wenn man ein neues Spiel startet, wird automatisch die Weltkarte neu generiert. Das heißt, wenn man mehrere Spiele anfängt, wird kein Spiel sein wie das andere, weil die Weltkarte immer neu generiert wird. Genauso auch die Standorte der Dörfer und auch die Namen der Dörfer. Da gibt es wahrscheinlich so eine Liste an verschiedensten Namen, die genutzt werden können. Das ist halt mega cool, das macht halt mega viel Spaß. Und ja, so sieht es im Moment aus. Ihr seht hier, das ist jetzt halt relativ neu jetzt nicht beim letzten, aber Ende der letzten Updates. Das ist jetzt hier, was ich schon erwähnt habe, dass jetzt Fraktionen dazugekommen sind. Da gibt es verschiedene Häuser, die quasi die Weltkarte bevölkern, für die ihr dann Aufträge machen könnt, den euch, ich weiß nicht, anschließen kann man sich nicht, aber man kann sich mit denen gut stellen. Ja, genau. Es gibt halt nicht nur Landmassen, es gibt auch Inseln. Man kann tatsächlich mit, wenn man zu
zu Städten reist, die Häfen haben, kann man dann entweder am Wasser lang und sich quasi verschiffen lassen zu einem anderen Standpunkt oder halt eben auf die Inseln fahren, um dort Aufträge anzunehmen oder einfach bestimmte Waffen zu kaufen. Genau, so sieht am Ende jetzt erstmal die Weltkarte aus. Jetzt zeige ich euch mal kurz, wie die Stadtkarte aussieht. Dann werde ich mal gucken, ob ich einen Auftrag habe oder vielleicht noch einen Auftrag annehmen sollte. Machen wir mal hier Go. Wie ihr seht, hier oben läuft die Zeit dann durch. Ne? Langsam bewegt sich da oben die Sonne. Das heißt, der Tag neigt sich dem Ende. Ihr habt hier oben so ein paar Statuswerte. Wir haben im Moment 1053 Kronen. Ihr seht da unten in grün, you pay out 93 Kronen per day. Das heißt, also wir müssen unsere Söldnergruppe natürlich auch bezahlen. Jeder einzelne Charakter kriegt halt die Kohle jeden Tag. Das wird, glaube ich, immer am Mittag gemacht. Dann wird Geld ausgezahlt. Genauso wird Nahrung verbraucht, Versorgungsgüter werden verbraucht, werden Ammunition, also Pfeile, Bolzen etc. etc. werden verbraucht. Und auch wenn eure Leute Schaden nehmen im Gefecht, wird hier Medical Supplies werden hier verbraucht, die könnt ihr alle in den Städten einkaufen und dort eben dafür sorgen, dass eure Jungs einfach gesund bleiben. Ich habe das Gefühl, dass die Musik relativ laut ist. Ich würde mal Folgendes machen, ich den mal ein bisschen runterregeln. Die Musik, und das muss man halt wirklich mal sagen, ist für meine Verhältnisse, wie ich finde, sehr cineastisch, also so richtige Filmmusik ist das, wenn man mich fragt, also sehr orchestral, die haben sich sehr, sehr viel Mühe dafür gegeben und da, glaube ich, ein bisschen Geld in die Hand genommen, um das so ein bisschen noch anspruchsvoller zu machen, das Ambiente einfach noch so ein bisschen zu heben. Da geben sie sich ganz, ganz große Mühe. Was man sowieso merkt bei der Entwicklung, dass halt die Entwicklung immer in alle Richtungen geht, also dass nicht nur eine, sag mal, nicht nur grafisch irgendwas weiterentwickelt wird oder nicht nur spielerisch etwas weiterentwickelt wird, sondern dass es halt immer in alle Richtungen geht. Na, jedes Update ist irgendwie anders geartet, da kommen neue Waffen dazu, es kommt neuer Content hinzu, was Schlachtkarten angeht, dass die aufgearbeitet werden, grafisch sowohl funktionell, dass die Sachen hier wie zum Beispiel diese Fraktionen, dass die eingeführt werden, dass man dort einfach noch ein bisschen mehr Spiele-Content bekommt. Das wird alles immer so parallel gemacht und man kriegt bei jedem Update so ein bisschen wieder was anderes und was Neues, was halt super viel Spaß macht, das halt wirklich mitzuerleben. Genau, ich gehe jetzt mal hier in diese nach Schachtheim. Schachtheim ist eine neutrale Stadt, also eine der wenigen Städte, die keine Flagge haben, die halt nicht von der Fraktion besetzt sind, wenn man so möchte. Da gehen wir jetzt rein und mal gucken, ob wir vielleicht einen coolen Auftrag kriegen. Das ist jetzt die Stadtansicht. Ne? Das heißt, wir haben hier nochmal die gleichen Statuswerte, die wir hier oben hatten. Wir haben hier das Roster, das heißt, wir haben 9 von 18 möglichen Plätzen haben wir besetzt mit Soldaten. Das sind meine Jungs. Das ist mein Equip. Beziehungsweise das ist halt mein Gruppeninventar, also das, was ich halt alles mitführe. Und das ist halt immer das Equip des einzelnen Soldaten. Was ihr unten seht, sind die möglichen Attacken, die der Soldat hat. Es liegt immer daran, ob er ein Schild bei sich führt, was er für eine Waffe bei sich trägt, etc. etc. Und hier haben wir die Statuswerte des Soldaten. Das heißt, wir haben einen Kopfrüstungswert von 110. Das liegt daran, dass er einen Helm auf hat. Ne? Würden wir jetzt jemand anderen Helm aufsetzen, zack, hätte bloß noch den Wert. Genau, wir haben einen Rüstungswert, also Körperrüstungswert von 110, das liegt einfach an seiner Rüstung, logischerweise. Wir haben Hitpoints, die logischerweise die Lebenspunkte des Charakters sind. Actionpoints sind die wir quasi pro Runden, also pro taktischen Spielzug, wenn wir dann im Kampf sind, das zeige ich hoffentlich auch gleich mal, die wir haben pro Spielzug. Dann haben wir hier Fertigio ist die, also wie weiß ich schon, wie fertig ein Charakter ist. Also wenn ein Charakter sehr viel kämpft, sehr viel sich bewegt, füllt sich dieser Balken und er geht halt pro Runde immer um 15, glaube ich steht da sogar, 15 Punkte runter. Und wenn ihr zum Beispiel halt lange in einem Kampf drin seid, dann stellt ihr fest, dass ihr euch dann nicht mehr so viel bewegen könnt, dass ihr dann erschöpft seid und so. Stimmt, fertig ist wirklich die Erschöpfung. Würde Sinn machen. Genau, haben wir hier noch einen Moralwert. Wir haben Resolve ist quasi die Willensstärke, die dann auch so ein bisschen den Moralwert mit reinspielt. Wir haben Initiative. Das heißt, je höher die Initiative ist, desto eher kommst du im Spielzug dran, um etwas
Also um sich zu bewegen, um den Charakter zu bewegen, um zu kämpfen, etc. etc. Und dann haben wir verschiedensten Werte, den Melee-Skill, den Range-Skill, wir haben Melee-Defense, Range-Defense, was sich, glaube ich, ganz gut selber erklärt, ne? Also Fernkampffähigkeit, Nahkampffähigkeit, die Fähigkeit, die Nahkampffähigkeit zu verteidigen, die Fernkampffähigkeit zu verteidigen. Also quasi wie wahrscheinlich, also je höher dieser Wert ist, desto unwahrscheinlich ist, dass man von Pfeilen getroffen wird. Beziehungsweise der Gegner hat dann einen niedrigeren Wert, eine niedrige Chance, sich zu treffen. Wir haben den Schaden, den der Charakter verursacht, immer im Zusammenhang mit der Waffe. Wir haben die Effektivität gegen Rüstung. Wir haben also hätte das schon Crit-Chance, also hier heißt Chance to hit the head, also den Kopf zu treffen. Das ist, wenn man so will, diese Crit-Geschichte. Und genau, wir haben Vision, also wir haben die Sicht des Charakters, die halt auch immer davon abhängig ist, was er zum Beispiel für einen Helm trägt. Ne? Also je weniger Helm ich auf dem Kopf habe, desto mehr sehe ich. Macht ja auch irgendwo Sinn. Das heißt, wenn man dann halt Hochrüstungsgegenstände dann auf hat, sieht man weniger und man ist auch schneller erschöpft, was man da auch sieht. Also jeder Rüstungsgegenstand, jede Waffe etc. die zieht an der Fatigue und dementsprechend geht man mit weniger Fatigue in den Kampf, und das heißt, die Erschöpfung tritt schneller ein. Ne? Gut, ansonsten gibt es halt nicht viel zu erklären. Jeder Charakter hat dann nochmal so ein Perk. Das heißt, also diese Perks sind alle identisch bei allen Charakteren. Man kann halt nur sagen, okay, ich wähle einfach einen anderen Perk für den einzelnen Charakter. Da würde ich jetzt nicht großartig einsteigen. Es sind halt verschiedene Sachen. Ne? Die sind bestimmt, also besondere Fähigkeiten, dass man zum Beispiel besser mit dem Schild umgehen kann, dass man besser mit dem Schwert umgehen kann, dass man schneller unterwegs ist, dass man bestimmte Fähigkeiten besser nutzen kann, Boni, Trefferboni etc. etc. Ist da alles mit drin. Und dann gibt es halt Offense, Defense und Utility Tier, weiß nicht, wie man das nennen möchte, Baum, ne? Und wenn man halt zum Beispiel hier 3 entwickelt hat, kann man dann den nächsten 3 machen, in der nächsten Klasse, und kann dann so sich so ein bisschen durcharbeiten und dann ist alles so mit dabei, ob bessere Crit-Chance, also Hit the Head, oder einfach höherer Schaden, eine bessere Konstitution etc. etc. Das ist alles dabei, und da kann man halt jeden Charakter ein bisschen individuell entwickeln für die eigenen Bedürfnisse und Anpassungen. Das macht mega viel Spaß und ist ganz cool. Das letzte, last but not least, das will ich nochmal erwähnt haben, bevor wir weiterspielen, hat jeder Charakter immer noch so eine eigenen Skills, würde ich sagen, Charaktereigenschaften, ja, das trifft sich besser. Die sind halt in der Regel unabhängig vom Charakter, sondern haben damit was zu tun, wie seine Geschichte. Also jeder Charakter kriegt eine Geschichte, kriegt dazu auch Attribute. Zum Beispiel dieser hier hat den Hintergrund Fischer. Hat jeder Charakter immer eine Geschichte, die kann man sich immer angucken, wenn man den in seine Gruppe hinzufügen möchte. Ja, zum Beispiel hier ist sehr athletisch und baut halt 2 Erschöpfungen weniger pro gelaufenes Geländestück etc. etc. Es gibt da verschiedenste Fähigkeiten, die sind positiv als auch negativ. Ne? Meistens ist es so, dass die guten Charaktere halt, also die guten Anführungsstrichen, also die zum Beispiel sehr gute Abilities mitbringen, ein paar schlechte Charaktereigenschaften haben und andersrum, sodass sich das ein bisschen ausgleicht, sodass es halt immer so eine Übercharaktere gibt. Das gleicht sich halt alles irgendwo. Außer man muss sich halt wissen einzusetzen. Gut, das ist halt hier jetzt der Markt. Das heißt, hier könnt ihr Sachen kaufen, verkaufen. Ich lasse das alles, weil ich glaube, wir müssen von der Zeit auch ein bisschen mal hinmachen, dass ich hier das auch alles zusammenkriege. Würde ich unbedingt den Kampf nochmal zeigen. Es gibt eine Taverne, da kann man reingehen. Könnt ihr hier jetzt nochmal neue Leute anheuern. Es steht dann halt drin, da steht eine kleine Geschichte. Dazu kann man sich dann denken, okay, wie werden denn die Charaktereigenschaften des Charakters eigentlich sein? Die halt unterschiedlich viel kosten, bringen halt ein bisschen Equipment mit, aber muss man halt schauen. Meistens muss man sich so neu ausrüsten. Kann man sich hier neue Leute anlachen, die meistens alle auf Level 1 sind. Ich habe noch was anderes erlebt, glaube ich. Und die man dann hochleveln kann. Ansonsten nehmen wir jetzt einfach mal einen Auftrag an. Ich lese mir das nicht alles durch. Irgendwas wird schon gehen. Genau, lappa lappa. Ja, machen wir. Was ich halt weiß, das ist ganz cool gemacht vom Spiel her. Ihr seht hier oben diese 2 Totenköpfe. Es gibt halt quasi, wenn man Aufträge annimmt, immer eine Einstellung von leicht, mittel, schwer. Das heißt, ein Totenkopf, 2 Totenköpfe, 3 Totenköpfe. Ich weiß das von dieser, dass sie
mittelschwer ist. Also es kann mir durchaus passieren, dass meine Leute krepieren. Aber ich werde nicht meine ganze Gruppe verlieren. Es liegt immer ein bisschen daran, wenn man anfängt, sollte man zum Beispiel nur leichte Aufträge annehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ganzes Squad ausgelöst wird, halt sehr, sehr gering. Wenn man anfängt und halt eine schlechte Ausrüstung hat und nimmt gleich schwere Aufträge an, dann kann man davon ausgehen, dass man da nicht mehr lebend wieder rauskommt aus der Geschichte. Und das Spiel vorbei ist. Genau, das letzte, was ich mal richtig cool finde, das letzte, wenn man einen Auftrag annimmt, dann wird um den Preis gestritten oder wird gesagt, okay, lappa lappa, hier, so sieht's aus, du kriegst von mir 660 Kronen, wenn der Vertrag, also wenn das Ding erledigt ist. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich möchte mehr am Ende haben, ich möchte mehr im Voraus haben oder ich nehme es an. Ich will mehr, wenn ich es beendet habe. Dann sagt er, okay, fair enough, you'll get 740. Also ich kriege jetzt ein bisschen mehr, 740, habe jetzt also 80, wenn ich es richtig gelesen habe, 80 rausgeschlagen, 80 Kronen nochmal. Dann sage ich, ja komm, gib ihm. Und jetzt sehe ich jetzt hier, mein Objective ist Hunt Down What Terrorizes Schachtheim. Und ich kriege am Ende 740 Kronen. Also irgendwas ist auf jeden Fall im Gange. Ich habe es jetzt wie gesagt nicht gelesen, war jetzt auch nicht wichtig für das Let's Play jetzt. Ansonsten kann ich das immer nur empfehlen, ist sehr atmosphärisch das Spiel. Wir laufen jetzt mal hier eine Runde rum und gucken mal, ob hier gleich irgendwo was auf uns zukommt. Weil irgendwo scheint ja hier eine Gruppe unterwegs zu sein, die Schachtheim terrorisiert. Mich würde mal dringend interessieren, was da auf uns zukommt. Genau, wir haben jetzt gerade Nacht. Ich kann nicht empfehlen, und das werde ich auch versuchen zu vermeiden, den Angriff nachts zu machen, also mich nachts angreifen zu lassen oder selber nachts anzugreifen, weil ich teilte. Fuck. Ich habe zwei Bogenschützen am Stissel und die können nachts einfach nicht arbeiten. Und das werden wir jetzt auch versuchen zu vermeiden, dass wir tagsüber angegriffen werden. Alter Schwede, die sind aber auch hartnäckig, die Jungs. Okay. Wir werden angegriffen von vielen Wolfsmenschen. Es ist auch noch neblig, es ist morgens, ey. Scheiße. Na gut, okay, wir werden gucken, was passiert. Genau, das ist jetzt die taktische Karte, wie ihr seht, relativ einfach aufgebaut, ne? Mit Hexfeldern. Die einzelnen Charaktere werden dargestellt als eigentlich immer nur die Köpfe, beziehungsweise Oberkörper, Schulter. Aber ihr könnt trotzdem alles erkennen, ne? Ihr könnt erkennen, haben die Charaktere eine Rüstung an, haben den Helm auf, welche Waffen haben sie dabei. Genau, wir kämpfen jetzt gegen Direwolves. Ich muss mal gucken, was das übersetzt heißt. Sag mal, Wolfsmenschen, Werwölfe, was auch immer. Genau, die greifen uns jetzt an und was vielleicht zu erwähnen ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, das kann man mal machen, ich habe ja hier meinen Bogenschützen, habe hier die Standardwerte wieder des Bogenschützen, sehe hier, wer auch als nächstes dran ist, ne? Also das heißt, je höher die Initiative ist, dadurch, dass sie uns jetzt angegriffen haben, war die Initiative sowieso von vorne raus höher, also sie kriegen einen Bonus, einen Initiativenbonus, der ändert sich dann im Laufe des Spiels, das heißt, wenn einer der Gegner hier eine geringere Initiative hat als einer meiner Leute, zum Beispiel, also der Bogenschütze hat eine relativ hohe Initiative, dann wird er automatisch irgendwann in dieser Reihe, in der Zugreihe nach vorne rutschen, immer weiter, das kennt ihr sicher nicht. Genau, fangen wir mal an, das heißt, ich habe jetzt hier meine zwei Fähigkeiten, die ich habe, ich kann einen normalen Schuss, Quickshot, der Quickshot steht in ganzen einzelnen Werte da. Und ich habe einen Aimshot, wobei der Aimshot wesentlich mehr, also 8 AP, wie es da oben steht, 8 AP und 25 Erschöpfung aufbaut. Und der Quickshot baut 15 Erschöpfung auf und 4 AP. Was wir hier sehen ist, dass der diese Fähigkeit hat plus 0% zusätzliche Chance zu treffen und minus 4% pro pro Hexfeld, Teil nennt sich das hier, also pro Feld einfach nur, verursacht 36 bis 39 Schaden und, für die Armor, der Aimshot verursacht mehr Schaden und hat auch eine höhere Chance zu treffen. Wir nehmen jetzt mal und sehen jetzt gleich 53% zu treffen. Je weiter die Charaktere zusammenstehen, desto schwieriger ist es, den einzelnen Charakter zu treffen und dann wird die Chance to Hit einfach geringer. Ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt einmal entweder ein Stück weiter nach hinten gehen und hoffen, dass ich nicht getroffen werde. Oder ich müsste, und jetzt wird es schwierig, ich glaube auch, ich muss nach hinten gehen. Der Punkt ist der, dass dieser hier zum Beispiel hier reinlaufen könnte und könnte mich direkt bedrohen,
Ich habe halt eine geringe Rüstung und keine Nahkampfwaffen großartig dabei, einfach weil es ein Bogenschütze ist, macht auch, glaube ich, irgendwie Sinn. Weil damit auch die, die Fähigkeit, also die Fettige und alles, versuche ich so wenig wie möglich nach oben steigen zu lassen. Dementsprechend hat er eine kleine, also eine geringe Rüstung, genauso wie der hier oben. Der Armbrustschütze hat auch eine geringe Rüstung. Was ich mit dem hier mache, muss ich mal gucken. Genau, werde deswegen einmal hinter die Reihen laufen, um dort einfach zu verhindern, dass ich getroffen werde. Was ich ganz cool finde, du kannst halt sehen, wie der Charakter sich entwickelt, also wie die einzelnen Punkte des Charakters entwickeln. Wenn ich also da hingehe, baue ich zum Beispiel 10 Erschöpfung auf und habe noch 3 Action-Punkte über. Und der Vorteil ist, wenn man von erhöhten Positionen kämpft, hat man immer einen Treffervorteil, das ist sehr gut. Deswegen werde ich jetzt meinen Bogenschützen da rauf bewegen und dann nehme ich in Kauf, dass ich nicht mehr schießen kann mit dem Bogenschützen in dieser Runde. Sage ich mir einfach, jupp, Runde für ihn zu Ende, jetzt geht's weiter. Genau, die Schwierigkeit ist, dadurch, dass der Gegner jetzt hier dran ist, kann ich den nicht mehr wegbewegen. Sobald ich den versuche wegzubewegen, kriegt er einen automatischen Angriff frei für Umme, was ich natürlich nicht möchte. Und jetzt werde ich was anderes probieren, und zwar habe ich hier 2 Leute mit Schilden. Man hat den mit dem Schild hat man die Fähigkeit, einen Gegner wegzustoßen. Das heißt, es ist meine einzige Möglichkeit, den Gegner von meinem Charakter wegzukriegen. Also werde ich einfach den Jungen auf Hold setzen und warte, dass ich quasi jetzt ein paar Möglichkeiten habe, mit den anderen Charakteren hier etwas zu machen. Genau, was machen wir? Ich laufe mal. Kann ich hier zumachen? Zack, zack, zack. Ja, ich kann das, glaube ich, hier zumachen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Genau, ich lasse ihn eine Position laufen und reiße das Schild hoch. Baue damit also quasi einen Schildwall. So, jetzt haben wir hier einen von den Verrückten. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Knockback hat nicht funktioniert. Das ist grandios. So, Schildwall würde 4 Aktionspunkte kosten. Ich mache das einfach mal in Hoffnung, dass die mich beim nächsten Angriff einfach nicht treffen. Sehr gut. Okay, das ist genau der Punkt. Ich habe jetzt den Guten getroffen. Habe ihn quasi von meinem Bogen, von meinem Armbrustschützen weggestoßen. Was sehr vorteilhaft ist. So, er kriegt jetzt richtig auf den Kopf. Oh, 2 Hits, das ist sehr gut. So, einmal mit dem Speer da rein. Ihr seht schon, ihr unten habt 2 positive Punkte, also 2 positive, sagt man, Situationen jetzt quasi gegen den Gegner. Das heißt, ihr habt sowieso 75% den zu treffen. Und ihr habt 2 Zusatzattribute, Thrust und Overwhelmed. Overwhelmed liegt daran, dass er jetzt einmal getroffen worden ist und dementsprechend jetzt eine negative Moraleinstellung bekommt. Und ihr habt eine, ich glaube, die Thrust-Fähigkeit ist einfach relativ gut gegen den Charakter, weil sie hart zu blocken ist. Aber wir treffen natürlich nicht immer. Zack, der war gut. So, ja, mal gucken, ob wir hier einen von den Verrückten. Ihr seht auch schon, wenn ich jetzt hier den einzelnen Charaktere anvisiere, seht ihr, dass er halt einen Schutz bekommt und deswegen halt schlechter zu treffen ist. Dementsprechend geht auch die Chance to Hit einfach runter. 27% ist natürlich mega uncool. Der Vorteil beim Armbrustschützen ist, dass der Armbrustschütze zum Feuern nur genau 2 AP braucht. Anders beim Bogenschützen. Der Bogenschütze braucht 4 oder 8 AP. Liegt einfach daran, dass er den Pfeil draufsetzen muss, Sehne spannen muss, etc. Und bei der Armbrust ist es so, dass man einfach nur noch abdrücken muss. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, es kostet 6 AP, meine Armbrust wieder zu spannen. Das kann man halt vor oder nach dem Schießen machen. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt den Jungen hier mal herüber bewegen. Hat den Grund, dass ich so vielleicht einfach besser treffen kann. Oh, eine funktioniert, das ist sehr gut. Dann werden wir dem Wolf einfach mal einen mitgeben jetzt hier. Ah, ne, das bringt nichts. Ah, guter Treffer, sehr gut. Genau, jetzt hätte ich noch die Möglichkeit Reload, aber Reload kostet 7 AP, die habe ich nicht, also lasse ich den einfach jetzt hier. Ich könnte auch hier hingehen. Lass ihn jetzt hier stehen. So, jetzt sind die Wölfe dran. Da gehen wir jetzt natürlich richtig los. Ja,
Wie ihr seht, es funktioniert ganz gut, dass ich ein Schild, also dass ich ein Schildwall geformt habe, Schildwall. Der macht es natürlich enorm schwer für die Gegner zu treffen. Na, da ging wieder einiges in die Rüstung. So, dann haben wir jetzt unseren Bogenschützen, der natürlich Schwierigkeiten hat, hier den richtigen Charakter zu treffen. 51%, das wäre natürlich ganz geil eigentlich, 51% zu treffen. Distance of Aid, Height of Advantage, dadurch, dass ich von oben runterschieße, ist es schon mal richtig gut. Line of Fire blocked, ist klar. Ja, puh, ja, was machen wir da am besten? Also ich bin immer versucht, eigentlich immer die beste Trefferwahrscheinlichkeit auszunutzen. Allerdings würde es hier schon Sinn machen, hier die Charaktere versuchen zu fokussieren, die einfach schon Schaden haben. Aber zum Anfang der Runde ist das, glaube ich, erstmal überhaupt hier gesprungen. Deswegen rotze ich einfach hier gnadenlos rein. Und treffe natürlich gar nichts. Das ist wunderschön. So, das war jetzt gerade das Laden. Ne? Ich habe mit 7 Punkten geladen und jetzt kann ich noch mit 2 Punkten hier den Abzug betätigen. Und dadurch, dass halt die Jungs so blöde stehen, kann ich hier nicht viel machen. Aber das ist halt immer so im Nahkampf, das ist halt recht, also schon sehr originalgetreu. Ja, jetzt haben wir grandios den Pfeil rein. Und die Jungs kriegen von mir jetzt ordentlich einen Pelz gezogen. Na klar. Die Jungs gehen natürlich ganz locker all meinen Versuchen, uns reinzubraten. So, 4 AP, 14 Fertigio, 4 AP, was haben wir hier? Inflict 25 bis 55. 25 bis 55. Armor kann man vernachlässigen. Ignore the bonus to melee defense, granted by shields. Ah, okay, gut. Chance to hit the head. Versuch's einfach mal mit dem hier. Er kriegt ordentlich einen verbraten. Geht doch. Naja, gut. Einer ist tot. Aber jetzt werden wir mal schauen, wie es den anderen angeht. Oh Gott. Wie ihr seht, die Jungs kriegen ordentlich auf die Fresse. Die Wölfe sind mega stark. Ich habe auch das Gefühl, dass seit dem letzten Update die Wölfe ein bisschen nachjustiert worden sind. Aber das haut schon rein, was die hier machen. Das ist schon nicht mehr feierlich. 51. Ich treffe doch gar nichts hier. Was ist denn da los? Ah, der war gut. Der war echt gut. Von meiner Rüstung ist nämlich viel übrig. Meine Lebenspunkte geht auch langsam runter. Das ist noch meist ärgerlich. Deswegen werden wir nur versuchen, die Stellung so gut wie möglich zu halten. Ist doch nicht euer Ernst. Sehr gut. Die Jungs kriegen ordentlich auf den Sack von mir. Jetzt haben wir einen Vorteil. Jetzt haben wir einen richtig guten Vorteil. Was wir jetzt haben, wie ihr seht, haben wir hier drüben jetzt langsam die weißen Flaggen. Und das ist das Einzige, was dir quasi in solchen Situationen wirklich, wirklich, wirklich hilft. Dass du die Chance bekommst, hier auf die Gegner einzuwirken, in der Form, dass sie die Flucht ergreifen. Ich überlege auch, ich glaube, wenn ich den jetzt wegprügle, dürfte es schon fast soweit sein, dass die Gegner versuchen zu fliehen. Gucken wir mal, was gleich passiert. Ah, nein! Okay, das ist was nicht passieren sollte. Das ist sehr ärgerlich.
Okay, was das gerade war, das war ganz lustig. Der Gegner versucht halt zu fliehen und muss sich jedes Mal, wenn er quasi versucht wegzukommen aus einer Situation, aus dem Nahkampf wegzukommen, muss er nochmal einen Schlag über sich ergehen lassen, was jetzt hier gerade passiert ist. Und wir haben halt den Wolf jetzt quasi automatisch weggemacht. Die Frage ist jetzt, welcher von meinen Charakteren gestorben ist, ob ich das wirklich ergehen lasse oder ob ich das Level komplett noch neu starte. Das ist einer der krassen Punkte in dem Spiel. Man ist sehr oft vor der Situation, weil man steht sehr oft vor der Situation, dass man einen Kampf vielleicht nochmal wiederholen muss, weil der Kampf einfach blödwürdig ausgegangen ist. Weil natürlich auch die einzelnen, also die Treffer, haben auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Eieiei, ich bin so nah am Hintern, die Jungs. Guter Treffer. Dann würde ich sagen, machen wir schnell mal zu Ende. Hacken den Jungen weg. Wie ihr seht, sind meine Jungs schon sehr erschöpft. Also ich kann immer nur noch einen... einmal angreifen, weil ich einfach... weil die Erschöpfung so hoch ist. Das gilt natürlich auch für die Gegner. Und hier, der Reinhardt ist gestorben. Was mich natürlich ärgert. Ich werde mal gucken, was das für ein Charakter war, ob ich den verknusen kann. Das ist etwas, was auf jeden Fall immer wieder passiert, dass ihr halt Leute verliert und die neue Leute anheuern müsst. Genau, am Ende des Spiels oder am Ende der taktischen Karte könnt ihr natürlich immer noch mal ein bisschen looten und findet halt so Zeug. Was mich jetzt wieder ärgert, weil das ist der Speer und der Schild von Reinhardt. Was ich nicht habe, ist seine Rüstung und sein Helm. Das ärgert mich natürlich wieder richtig, weil die richtig teuer sind. Ist das wieder anstrengend. So, wenn ich jetzt mal in meine Rooster gehe. Hier war Reinhardt. Dann kann ich eigentlich beim besten Willen nicht verknusen. Na gut, wie dem auch sei. Wir sind jetzt halt raus aus dem Level und ich glaube, ich werde das nochmal versuchen mit einfach, wenn es taghell ist, dann habe ich einfach höhere Chancen zu treffen und da noch ein bisschen mehr Schaden zu verursachen. Auch mit Bogenschützen dann ein bisschen mehr positive Sachen rauszuziehen. Genau, also was ihr seht, ist hier drüben, man levelt dann auf, ne, man kriegt Erfahrungspunkte, kann dann aufleveln und kann dann halt so ein bisschen die Charaktere auch entwickeln. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es eigentlich auch schon, so die ersten Eindrücke mal euch so wiederzugeben, was das Spiel kann, worum es da so großartig geht und ja, die Feinheiten. Wie gesagt, wenn ihr wollt, sagt einfach Bescheid, schreibt es in die Comments rein. Ich mache gerne nochmal ein Video dazu, wenn ihr darauf Bock habt. Erkläre vielleicht noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Fraktionen, was man da machen kann. Und ja, bin auch gerne bereit, einfach noch so, je nachdem, wie die Updates reinkommen und was sich in den Updates dann verändert, einfach mal wieder neue Videos zu neueren Versionen dann hochzuladen. Ich brauche euch so ein bisschen auch, dass ihr so ein bisschen im... Ja, wie sagt man? Also aktualisiert bleibt, wenn ihr darauf Bock habt, auf dieses Spiel. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.